Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Studierenden verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen musikalischem Tun und dem eigenen Körper und Körperempfinden, zwischen Bewegung und Musik. Also ich kann mit Menschen nur gemeinsam spielen, wenn ich auf eine Art und Weise mit ihnen auch verbunden bin. Rhythmik ist für mich ein Prozess und ist eine prozesshaftige Arbeit. Das heißt, es geht mit etwas los, dann passiert etwas und am Schluss kommt etwas anderes dabei raus. Und da ist einfach dieses Körperempfinden und dieses Ausgehen von der Bewegung, von dem gemeinsamen sich bewegen, von dem sich gemeinsam synchronisieren, ist eigentlich die Basis dafür, dass später gemeinsames Musizieren überhaupt möglich ist. Na, ich lade euch dazu ein, irgendwo auf dem Körper das Stück einmal mit zu patschen, zu spielen. Na, ihr habt es erst einmal gehört, natürlich könnt ihr es noch nicht ganz machen, aber versucht irgendwie einen Zugang zu bekommen, wo ihr euch berührt. Ziel dieses Faches hier ist es auch, dass die Studierenden das einfach auch mal selber am eigenen Leib erleben können, was sie denn tun. Und zwar nicht, als ob sie Kinder wären, sondern auf ihrem eigenen Stand jetzt im Moment. Also wirklich als Musikerinnen wahrgenommen, als Studentinnen wahrgenommen und dort auf ihrem Niveau diese Prozesse einfach mal durchmachen zu können, damit sie nachher dann das dann wieder mit ihren Zielgruppen, seien es jetzt Seniorinnen, mit denen sie arbeiten, oder mit kleinen Kindern, mit Grundschulkindern, wie auch immer, dass sie das dann nachher als Transfer eben machen können. Was ja Improvisation auch bringt, ist, dass da sehr viel persönlicher Ausdruck auch im Moment dabei ist. Und in dem Moment, wo ich merke, dass in einer Gruppe mein eigener persönlicher künstlerischer Ausdruck ernst genommen wird und verarbeitet wird, gibt mir das normalerweise ein sehr, sehr gutes Gefühl in der Gruppe, wenn ich sehe, ich bin auch damit angenommen worden. Und gleichzeitig erlebe ich die Studierenden, die ja auch oft aus einer klassischen Ausbildung kommen, oft damit konfrontiert, dass ihnen die improvisatorischen Elemente des Faches am Anfang nicht sehr gewohnt zu sein scheinen. Der Anspruch bei so einem transdisziplinären Arbeiten ist ja nicht, dass man sich in allen Bereichen als Expertin oder als Experte sieht, sondern dass man einfach Experte oder Expertin darin wird, diese Dinge zu verbinden. Und sich eben auch, wenn man auf einem Instrument professionell wird, dann trotzdem in der Bewegung auszuprobieren. Ich sehe dann aber, dass es mit der Zeit sie freier werden und dass sie auch diese improvisatorischen Elemente sehr, sehr zu schätzen lernen. Okay, beim nächsten Mal bewegt euch gerne durch den Raum zu dieser Musik. Ich würde sie euch gerne noch zweimal spielen. Und dann solltet ihr sie quasi in Bewegung kennen. Meine Rolle als Dozent im Fach Rhythmik sehe ich eigentlich darin, dass ich versuche, die Studierenden zu begleiten. Es ist ein prozesshaftes Arbeiten, das wir gemeinsam haben. Und der Anspruch an mich ist eigentlich sehr, sehr hoch, weil ich gerne möchte, dass jede Person sich in jedem Moment der Stunde in ihren Möglichkeiten ausdrücken kann und auch weiterentwickeln kann. Das heißt, ich biete eine breite Palette an von verschiedenen Aufgabenstellungen, hoffe, dass ich alle damit abholen kann, nehme aber auch gleichzeitig die Bedürfnisse jeder einzelnen Person wahr und schaffe Momente, in denen sie sich selbst auch wieder ausdrücken können. Es ist eigentlich immer wechselseitig. Es ist nie so, dass ich als Dozent nur etwas reingebe und die Studierenden müssen reagieren. Es ist aber auch nicht so, dass ich nur rein reagiere auf das, was da ist. Sondern ich habe einen Plan, ich setze ihn um, aber ich agiere flexibel in der Stundengestaltung. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass das durch dieses Prinzip der Musik, die ja mit Bewegung verknüpft ist und der Bewegung, die auch wieder Musik auslöst, dass das einfach dadurch besonders gut und flexibel, spontan im Moment funktionieren kann.